Hallo Leute, weiter geht's bei der Bonus-Episode von Pokémon Karmesin. Wir sollen zum Gemeindeplatz gehen, denn da wird vermutlich gleich gekämpft. Nicht von mir, aber von Joe und unserer Freundin. Ich habe ihren Namen vergessen. Von ihr hier. Ne, Mila, genau. Joe ist echt gut. Mal überlegen, welche Pokémon ich bei unserem nächsten Kampf einsetze. Ach so, ihr seid bereits durch. Ach so, schade. Was sagst du? Diese Nemila hat mich total platt gemacht. Wer genau ist sie nochmal? Sie ist ein Champ. Sie ist ein Champ der Paldea-Region? Das erklärt, warum sie so stark ist. Ja, ne? Das war klasse, Joe. Du hast dich echt gut geschlagen. Kein Wunder, dass du an deiner Elite-Schule als Champ giltst. Nein, das stimmt nicht mehr. Außerdem habe ich verloren. Ach, gewonnen, verloren? Das ist doch völlig egal. Bei Pokémon-Kämpfen geht's nur um den Spaß. Naja, nicht nur, ne? Stimmt. Nein! Das ist eine ernsthafte Sache, Leute. So ist Nemila immer drauf. Man gewöhnt sich dran. Alles okay? Brauchst du ein bisschen Abstand von ihr? Hey, ich bin doch kein Monster! Nee, überhaupt nicht. Das hat Spaß gemacht. Mega viel Spaß. Seht ihr? Ist ja gut. Und jetzt? Oh, hallo. Wer ist denn das? Hanna, alles klar bei dir? Waren ihre Augen schon immer so? Mo, mo. Was ist mit ihren Augen? Was macht sie da? Die Musik dazu. Ist das ein moderner Tanz oder so, Hanna? Oder was machst du da? Ihre Augen waren nicht immer so, oder? Was ist los? Mu, 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 mu. Ist das eine Schwester, Joe? Will sie uns damit sagen, dass sie auch gegen mich kämpfen will? Nein, danach sieht es nicht aus. Sorry, Leute. Könnt ihr mir vielleicht dabei helfen, sie von ihr wegzutragen? Dein Ernst? Wir sollen sie einfach wegtragen? Okay. Was macht sie da? Ist sie dumm oder so? Im Ernst, was ist denn los mit dir? Was soll das? Naja, gut. Haben wir sie jetzt in die Irrenanstalt gebracht oder einfach nur nach Hause? Bist du sicher, dass du nicht bei deiner Schwester bleiben willst? Ja, das ist schon okay. Sag sie, wir passen Omi und Opi auf sie auf. Ich denke, sie haben sie vorhin nur einen Moment zu lange aus den Augen gelassen. Sorry, dass ich euch alle eingespannt habe. Na, schon okay. War ja total easy. Wie bitte? Bin ich die Einzige, die gerne eine Erklärung für das Ganze hätte? So ist Hanna normalerweise nicht. Na, da bin ich ja beruhigt. Sie ist bestimmt nur total aufgedreht, weil sie sich so drauf gefreut hat, euch alle kennenzulernen. Das denke ich nicht. Meinst du echt? Ja, deshalb tänzelt sie so komisch umher und schreit die ganze Zeit Mo, Mo, Mo. Bestimmt. Seit wann macht sie das? Joe? Sie hat damit angefangen, kurz nachdem ich den Brief an dich weggeschickt hatte. Am Morgen darauf ging es los, einfach so. Ihr habt recht, vielleicht steckt doch mehr dahinter. Die Leute im Dorf meinen schon, es sei ein Fluch oder so. Ein Fluch? Und plötzlich wird die Sache gruselig. Wie kommen sie denn darauf? Ist sowas schon mal passiert oder gibt es hier in der Gegend eine Legende, die von einem Fluch erzählt? Ja, ich weiß nicht. Da war diese eine Sache, als Johnny hier war und die drei Gefährten besiegt und dann auch noch Ogapon gefangen hat. Du scheinst dich in Kitakami ja ordentlich ausgetobt zu haben, Johnny. Könnte man sagen, ja. Hanna ist zwar eigenwillig, egoistisch und nimmt kein Blatt vor den Mund, aber ich hätte trotzdem gern meine normale Schwester zurück. Kann ich mir vorstellen. Wenn wir dir irgendwie helfen können, sag Bescheid. Was? Ja, wir helfen dir. An so einen Quatsch wie Flüche glaube ich nicht. Solange ich gegen irgendjemanden oder irgendwas kämpfen kann, bin ich mit von der Partie. Und das mit mir? Mich fragt keiner oder was? Seid ihr euch da wirklich sicher? Ah, okay, doch. Klar, wir sind doch Freunde. Wow, danke Leute, wirklich. Es wird schon dunkel. Lasst uns damit morgen loslegen, ja? Den Rest des Abends nutzen wir lieber für eine ordentliche Willkommensfeier im Gemeindehaus.
Alles klar. Yeah, jawohl. Okay, dann fahren wir halt eben kurz. Und dafür muss ich wieder zum Gemeindehaus laufen. Ernsthaft jetzt? Hin und her und hin und her. Stark. Muss ich reingehen? Vermutlich, oder? Ja, nein, vielleicht. Ja, irgendwas passiert. Die paar Meter zu laufen war jetzt wirklich wichtig, ja. Hm. Ich habe uns Getränke besorgt. Zucker und Kohlensäure, meine Lieblingskombi. Hast du denn Gewichtwandlad gefunden? Ja, aber kein Problem. Ist ja gleich um die Ecke. Weil niemand da war, habe ich das Geld einfach auf den Tresen gelegt. Ist das okay? Klar, das machen die alle so. Die alte Dame, die den Laden führt, ist manchmal kurz weg. Mann, in Paldea wäre das völlig undenkbar. Halt. Was hast du da im Mund? Nemila, hast du dir schon etwa ohne uns ein Snack reingezogen? Naja, da lag ein einzelner Mochi und seinem Schild mit Kostprobe drauf. Dazu kann ich schlecht Nein sagen. Hey Joe, kann man auf diesem Fernseher auch umschalten? Hier läuft die ganze Zeit so ein Infovideo vom Dorf in Dauerschleife. Ja, das ist bestimmt ziemlich langweilig. Leider nicht. Der Verwalter hat die Fernbedienung versteckt. Okay, na dann, suchen wir das Ding, damit wir uns einen Film reinziehen können oder so. Er muss sie irgendwo im Gemeindehaus versteckt haben, oder? Darüber habe ich bisher nicht nachgedacht. Ich bin dabei, aber nur, wenn wir auf diesem riesen Bildschirm auch ein paar Spiele zocken. Super, eine Mini-Version der Schatzsuche. Teilen wir uns auf und suchen die Fernbedienung. Na gut, wenn es denn unbedingt sein muss. Ja, selbst Johnny gefällt mein Plan. Naja. Na gut, dann bleibt uns noch eins festzulegen. Wer die Fernbedienung zuerst findet, darf den Film aussuchen. Hey, nicht so schnell. Joe, Frühstück gilt nicht. Toll. Wenn ich eine Fernbedienung wäre, wo würde ich mich verstecken? Wo? Diese Tablets stehen zur freien Verfügung. Allerdings müssten sie dringend ans Ladegerät. Oh. Wo würde ich mich verstecken? Da drin. Hehe, was? Werbekarts. Maskenfest. Nee, da drin. Ha! Nanu, da ist etwas im Topf versteckt. Du findest eine Fernbedienung. Ha! Jetzt werde ich den Film aussuchen, Leute. Hm, sieht aus. Was dürftest du entscheiden, was wir uns angucken? Ja, macht euch auf was gefasst. Klasse, Johnny. Du würdest dich einen guten Detektiv abgeben. Hey, Johnny, du wirst bestimmt auch viel lieber Videospiele zocken, oder? Wo steckt denn eigentlich Nemila? Ist sie auf dem Klo oder so? Nicht, dass ich wüsste. Ich habe mich dort nach der Fernbedienung umgesehen. Bei dem Klo? Naja. Bei den Zimmern war sie auch nicht. Hm, vielleicht. Versteckt sie sich irgendwo, um uns gleich zu erschrecken? Hm, sie geht nicht an ihr Handy. Du hast sie angerufen? Hätten wir dann nicht ihr Handy klingeln hören müssen? Oh, stimmt. Außer sie hat ihr Gerät auf lautlos gestellt. So wie ich. Immer. Permanent. Naja. Mit Handys kenne ich mich zwar nicht aus, aber das bedeutet wohl, dass sie... rausgegangen ist? Ja, was auch immer. Meint ihr echt, dass sie nach draußen gegangen ist, um nach der Fernbedienung zu suchen? Klingt seltsam, aber ist momentan die einzige Erklärung. Vielleicht hat sie ja was beim Laden vergessen. Hoffentlich hat sie das Dorf nicht verlassen. Draußen kann es im Dunkeln gefährlich sein, wenn man sich in der Umgebung nicht auskennt. Johnny und ich werden uns im Dorf mal nach ihr umsehen. Ihr zwei bleibt am besten hier. Was aber? Nicht, dass wir sie am Ende verpassen. Wenn Nemila hier aufkreuzt, könnt ihr Johnny einfach anrufen, okay? Okay, das klingt logisch. Dann viel Erfolg und passt auf euch auf. Okay. Wir schieben hier so lange Wache, ja? Klingt nach einer Idee. Gehen wir, Johnny. Ist ja gut. Du könntest auch alleine gehen, aber mein Gott. Suche Nemila. Suchen wir sie eben. Was soll's. Da steht jemand. Wo? Da stehen überall Leute.
Schwer zu erkennen, aber das sind bestimmt die Nachbarn, die auf der Apfelplantage arbeiten. Am besten fragen wir mal, ob sie eine Villa irgendwo gesehen haben. Das klingt logisch, ja. Oh, wir laufen ein paar Meter und sprechen fremde Leute an. Das macht Spaß. Entschuldigung? Hallo? Oh oh, seht ihr sein Auge? Das ist auch so rot, nicht wahr? Hier stimmt irgendwas nicht. Mo, Mo. Oh nein, sie auch. Mo, Mo, Mo. Wie bitte? Mo, Mo. Warum machen die das alle? Was soll denn das werden, hä? Warum machen die das? Ich finde diesen Tanz dumm. Ist das der Funky Chicken Song und was? Die wollen campen jetzt? Okay. Leute, das ist der Funky Chicken Song. Kennt ihr den? Vermutlich nicht. Aber ist egal. Wow, Amphira. Hm, na gut. Campen zu zweit. Das doch gut. Das ist doch gut. Quapo. Stark. Oh, oh, oh. Ich verstehe es nicht so richtig. So gar nicht. Ich würde gerne mal meinen Stahltyp loswerden, würde ich sagen. Wobei, nee, macht keinen Sinn. Ich mache einen Mogelhieb auf Amphira. Ja, das macht Sinn. Amphira kann ich angreifen, sehr gut. Und Arcador-Stoß ebenfalls auf Amphira. Das ist gut, das ist gut. Das ist sogar sehr gut. Wappo. Macht Sinn, ja. Vergiftung ist aber nicht so cool. Also gar nicht. Egal, dieses Vieh kriegen wir ohne Probleme klein. Stimmt's, Joe? Unser Senior. Joe hat gar nicht mal so einen guten Konter dabei. Erledigen wir das Ariados, komm. Hauen wir drauf. Terrakristallisierung. Mist, das wollte ich eigentlich gar nicht. Das ist jetzt eigentlich dumm. Ich liebe jetzt meinen Stahltyp. Das war jetzt eigentlich nicht so geplant. Halt wirklich nicht. Aber gut. Riesenhammer! Knacks! Ich meine, mein Team ist auf Level 100, ja. Was mache ich mir eigentlich Sorgen? Ernsthaft. Arcador-Stoß. Nicht das Klügste der Welt, was du machen könntest, ja, aber... Sei es drum. Stachelspore auf mich. Toll. Toll. Ich meine, macht sogar erschreckend viel Sinn, ja? Aber trotzdem. Quapo wird verletzt, ja. Noctu! Cool! Noctu ist cool. Was machen wir dagegen? Ah, komm, Knuddler auf Noctu. Icy? Das war wiederum intelligent, Joe. Muss ich dir lassen, ja? Das war gut. Und dann? Luftschnitt. Auf mich. Das war dumm. Was soll das? Warum greift ihr uns plötzlich an? Tja. Knuddler. Tschüss, Noctu. Oh. Oh. Fokusgurt? Nee. Ich fühle mich nicht gut dabei. Aber wir müssen nur gegen sie kämpfen, bis sie sich beruhigen. Wir sind doch längst dabei, Mensch. Aber warum? Hat das meine Attacke überlebt? Ernsthaft? Hätte ich nicht gedacht. Hätte ich nicht gedacht. Nahkampf. Und das war's. Ja gut. Man weiß nicht, was mit den Leuten los ist, aber... Man kann sie besiegen, ja. Mo, Mo. Ja? Mo? Seid ihr jetzt wieder normal? Oder was? Würde mich bitte jemand aufklären, was hier vor sich geht? Mo, Mo! Ich hab mich erschreckt. Was ist auf einmal in die Zwei gefahren? Bis gestern waren sie noch völlig normal. Was zum Griffild ist in diesem Dorf los?
Sie haben sich aufgeführt wie Hannah. Falls du das nicht bemerkt hast, ja? Mach den Mund zu. Ja, sie haben sich genauso gruselig benommen wie Hannah. Gut möglich, dass die zwei auch diesen angeblichen Flug abgekriegt haben. Da hinten, Nemila. Warum muss Nemila ausgerechnet jetzt verschwinden? Da ist sie doch. Ja, sag ich doch, da ist sie. Lass mich raten. Oder auch nicht. Das war wirklich Nemila, oder? Warum rennt sie in Richtung des Kulturzentrums? Schnell hinterher! Ja, schnell hinterher! Geht weg. Kann ich ihr auch einfach was kaufen und Geld hinlegen? Hm, nein, ich darf das nicht. Ich bin halt nicht von hier. Mu, mu, mu! Hör auf zu tanzen, Mensch! Dieses Fahrzeug. Stark. Was stimmt mit euch nicht? Weißt du was? Dieses Foto, ja, werde ich im Internet veröffentlichen. Kulturzentrum, ja. Ich wollte schon sagen, sind ja auch wilde Pokémon unterwegs, die sich so ein bisschen komisch verhalten, aber... Nee, die Augenfarbe ist normal. Die Augenfarbe ist normal. Definitiv. Ha. Nemila? Nemila, wo bist du? Wo bist du? Jedenfalls nehme ich doch das hier mit. Würde ich sagen. Mach mal einen Hut-Hut. Das wäre jetzt wirklich stark, wenn ich Shiny Hut-Hut finden würde. Das wäre sehr stark. Aber soweit ist alles normal, würde ich sagen. Außer den Dorfbewohnern halt, ne? Steht sich von selbst. Daimyoplex. Scannerborn. Daimyoplex-Auflauf, schön. Keines ist bunt. Nee, keines ist bunt. Ich kann nicht da hochklettern, schade. Naja, gut. Wir haben aber immer noch nicht wirklich eine Erklärung für das Verhalten der Dorfbewohner und das von Hannah. Und was ist mit Nemila los? Warum rennt sie einfach weg? Bild ist gerade gefreezed, habt ihr gesehen? Natürlich habt ihr es gesehen. Ihr seid ja nicht dumm. Okay, da oben ist scheinbar unser Ziel, ne? Wir lassen erstmal das Retter an die Straße überqueren, wollte ich sagen. Und dann würde ich sagen, reicht das erstmal für heute mit der Bonus-Episode von Pokémon Karmesin. Vielen Dank fürs Zusehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Macht's gut oder besser. Tschüss.